Servus! Heute begrüße ich euch zu einem Update-Video. Und zwar an unserem HA307. Der Diffusor passend für die BMW 2er Baureihe F22, F23. Haben wir jetzt, sage ich mal, ein neues System angewendet, das die Montage dementsprechend vereinfachen wird. Und zwar wie original sind wir jetzt auch hier mit so einem Klicksystem unterwegs. Und falls ihr dieses noch nicht an eurem Diffusor habt, könnt ihr euch gerne bei uns melden, senden wir euch dementsprechend nach. Oder wenn ihr jetzt einen neuen bestellt, ist das natürlich auch schon gleich dabei. Und ich möchte euch jetzt zeigen, wie super einfach die Montage ist und vor allem, wie passgenau das Ganze jetzt auch fittet. Nachdem ihr jetzt den alten Diffusor demontiert habt, kommt jetzt das neue Bauteil dran. Hier ist einfach das Ganze anhand eurer Laschen auszurichten. Achtet darauf, dass das hier auch unter dem Spritschutz oder dem Hitzeschutzblech reingeht. Und da ist es jetzt von Vorteil, einfach von hinten den Originalstoßfänger noch mal ein bisschen zu fixieren, weil der relativ weich ist. Und so könnt ihr dann das Ganze schön reindrücken. Klack, hört man auch schon, wie es schön reinflutscht. Gerade hier in diesem Bereich wirklich den Stoßfänger gerne ein bisschen gegenhalten. Im Zweifelsfall nehmt ihr da noch irgendwie einen langen Schraubenzieher oder so. Dann könnt ihr das Ganze noch mal ein bisschen einfacher gestalten, weil hier direkt dahinter der Originalquerträger ist. Also, wie einfach kann eine Montage sein und vor allem wie schnell hier? Gerade in dem Bereich sitzt das Ding jetzt richtig gut, einwandfrei, kann sich nicht verrücken und so weiter. Es kann natürlich mal passieren, dass so eine Nase abbricht oder so. Ne? Passt da wirklich ein bisschen auf, aber auch hier ansonsten meldet euch bei uns, dann können wir euch das dementsprechend nachliefern. Ansonsten habe ich noch vergessen, hier unten noch die eine Schraube reinzumachen, wo das Hitzeschutzblech ist. Dann ist er von unten auch noch mal fixiert und dann war es das Ganze auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bleibt weiter am Ball. Denkt dran, Kanal abonnieren, Glocke drücken, was halt so alles der Standard ist. Ne? Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.